Was brauchst du, um mit EWM React Cladding-Aufgaben ab einer Losgröße von 1 zu realisieren? Zuallererst einen Cobot, wie diesen hier von Universal Robots. Eine durchdachte Softwarelösung, die das Programmieren einfach macht. Smooth Tool von Smooth Robotics. Und natürlich die EWM React-Komponenten. Rund um eine Titan XQR Pulse. Mit integriertem RCC-Modul und EWM React-Lizenz. Und den EWM Roboterbrenner. Hier zum Schutz von Umwelt und Gesundheit mit integrierter Absaugung. Die Herausforderung: Schweißen, ohne dass jede Bahn manuell programmiert werden muss. Zuerst wählst du aus, was du schweißen möchtest. In diesem Fall Auftragsschweißen auf einer Fläche. Jetzt definierst du den Startpunkt für den Roboter. Er sollte oberhalb des Werkstücks liegen. Halte die schwarze Taste des Teaching Flanches gedrückt und bewege den Arm in die gewünschte Position. Speichere den Startpunkt mit der blau leuchtenden Taste des Teaching Flanches. Jetzt gibst du dem Cobot den Rahmen vor. Zeige ihm den ersten Eckpunkt. Lege am Brenner die Schweißdrahtlänge fest und speichere die Armposition wieder mit der blauen Taste. Auf gleiche Weise zeigst du dem Cobot die weiteren Eckpunkte. Die Feinpositionierung geht ganz einfach über das Touchpanel. Jetzt fehlen nur noch ganz wenige Angaben, wie zum Beispiel die Überlappung der Schweißnaht. Alles Weitere berechnet die Software automatisch. Der EWM XQVAC sorgt in Verbindung mit einem Absaugkit für Roboterbrenner für saubere Luft. Und dann geht es los. Bei EWM React wird der Schweißdraht während des Schweißens kurzzeitig zurückgezogen. Dadurch lässt sich der Kurzschluss sehr genau kontrollieren. Ergebnis sind deutlich weniger Spritzer und ein geringerer Wärmeeintrag. Sieht gut aus, nicht wahr? Falls dich die Schweißparameter interessieren, bleib dran, die gibt es am Ende des Videos. Jetzt zeigen wir dir, wie perfekt man mit EWM React und Smooth Tool pendelnd schweißen kann. Das Teaching ist so einfach wie zuvor. Die Pendelbewegungen müssen nicht manuell programmiert werden. Los geht's! Der Schweißprozess EWM React funktioniert mit den unterschiedlichsten Materialien. Hier eine Nickelbasislegierung. Alternativ können zum Beispiel auch Edelstahllegierungen mit sehr geringem Eisengehalt verwendet werden, für eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Einfach perfekt! Das alles geht natürlich nicht nur viereckig, auch komplexere Formen sind möglich. Solange die Achsen des Roboters jede Position erreichen können, sind selbst konkave oder konvexe Untergründe kein Problem. Cobots von Universal Robots, Smooth Tool von Smooth Robotics und EWM React sind einfach ein starkes Team. Ab einer Losgröße von 1. Falls du mehr sehen möchtest, schreib es uns in die Kommentare. Und jetzt für die Fachleute unter euch. Die Schweißparameter.